Ho, 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 ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Adventskalender-Unboxing von mir. Mein Name ist Santa Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich für dich den Adventskalender. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen reinzuschauen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieße die Show und viel Spaß mit dem Video. Ich lieb's. Ich liebe es, mich hier hinzusetzen und mit euch zusammen Adventskalender auszupacken. Merkt man, glaube ich, auch ein bisschen, ne? Ja, auch dieses Jahr hat Yves Rocher wieder einen Adventskalender, auf den Markt gebracht. 49,90 kostet der regulär. Ich habe den für 45 Euro bekommen, hatte dann aber kurze Zeit später von einer wundervollen Followerin einen Gutscheincode zugespielt bekommen, wo man den für 35 Euro bekommen hat. Habe ich euch auf Instagram geteilt, falls das noch möglich sein sollte, den zu dem Preis zu bekommen, habe ich euch das auch in der Infobox verlinkt. Ansonsten schaut gerne bei mir auf Insta vorbei. Ich heiße da AIDUIP, Claudia rückwärts und ein P dahinter. Verrückter Name, verrückte Frau. Es passt einfach zusammen. Und genau, da poste ich euch nämlich in der Story immer, was ich gerade so finde oder zugespielt bekomme. So, hier haben wir das Schätzelein und wir haben auch dieses Jahr wieder ein wirklich wundervolles Motiv. Ich bin da immer wieder begeistert von. Hier haben wir auch so ein bisschen was, ne, on Christmas Night, also dass du quasi auch so ein bisschen an Weihnachten herangeführt wirst und so ein Kram. Also begebe dich mal in Weihnachtsstimmung im September, läuft. Und ja, hier haben wir die 24 Böckschen drin und ich bin super gespannt. Lasst uns reingucken. Auch dieses Jahr macht uns sowohl Erwin das Leben etwas leichter, indem er die Adventskalender halt hält. Und bei dem Adventskalender kann man einfach hier vorne die Klappen aufmachen und die Produkte so rausnehmen. Das finde ich super praktisch. Ich kann euch dadurch die Sprüche zwar nicht vorlesen, aber hey, so ein bisschen Überraschungsmoment soll für euch ja auch noch mit drin sein, wenn ihr den selber holen solltet. Hier habe ich von, alles ist von Yves Rocher, Claudinchen, 30 ml von einer Foam Mask drin. Also quasi eine Gesichtsmaske, die beruhigen soll und organische Kamille drin haben soll und beruhigen soll. Das finde ich sehr interessant. Sieht so aus. Ich mag gerne solche Tubenmasken. Verwende ich aktuell super gerne oder schon seit einigen Monaten, während ich mir die Zähne putze. Einfach drauf machen und, also morgens halt dann, ne? Morgens drauf machen und dann abwaschen und fertig ist die Laube. Richtig cool. Mag ich. Die Nummer 2 ist auch mit dabei und hier kommt auch schon das coole Weihnachtsmotiv um die Ecke. Hier haben wir eine Handcreme, das müssten auch 30 ml drin sein, ne? Und boah, es ist so schön, Leute. Milky Almonds, also quasi Milchmandeln oder Mandelmilch, man weiß es nicht. Und 98% der Inhaltsstoffe sind natürlichen Ursprungs. Ist eine schöne Größe, um es mal so in die Handtasche mit reinzupacken. Und ja, ist auch ein Duft, den man ganzjährig verwenden kann. Auch das schön. Die Nummer 3 ist ein ziemlicher Oschi, ne? Da habe ich hier dieses Produkt drin enthalten. Auch wunderschön wieder. Karité. Das ist ein Duschgel mit 30 ml. Dusch sur Gras. Ultra Rich Shower. Aha. Extra Dry Skin hat die Frau, kann die sehr gut gebrauchen. Und da ich nächste Woche nach Berlin fahre, um dort auf einem ja, Glossybox und Look Fantastic Event teilzunehmen und vorher, am Tag vorher, Danny und Maxim treffe, werde ich mich ja auch duschen wollen. Und ich glaube, da könnte ich mir vorstellen, das mitzunehmen. Warum nicht? Passt. Hier haben wir die Nummer 4. Ah ja, das ist jetzt ein Produkt, wo ich sage, nee, das werde ich nicht verwenden. Das ist Micellenwasser. Das haben wir, glaube ich, letztes Jahr auch drin gehabt. Dieses Pure Alk 2-in-1 Make-up Removing Micella Water für Gesicht und Augen. 50 ml haben wir hier drin. Und das sollte man sich definitiv abwaschen, nachdem man das verwendet hat. Ne? Weil solche Micellengeschichten sollen eigentlich nicht auf der Haut verbleiben. Ich habe mein Glas zur Seite geschoben. Übrigens, trinkt euch einen Schluck. Ne? Prost. Auch wenn ich hier mit Weihnachtsmütze sitze, es ist immer noch warm draußen. Und ja. Also ich mag nicht so gerne Micellenwasser. Schreibt mir gerne, ob ihr Micellenwasser verwendet, in die Kommentare. Ich bin ja eher so ein Fan von Double Cleansing mit so einem Reinigungsbalsam und danach halt irgendwie ein Schaum oder so ein Gel oder sowas. Aber Micellenwasser ist nicht ganz so meine Welt. 5. Dezember, der Tag vor Nikolaus. Und hier haben wir ein Shampoo drin. Shampoo Boom. ohne Sulfate, 50 ml. Und auch, ich glaube, dieses haben wir eigentlich jedes Jahr mit drin. Ne? Finde ich cool. Also man kann sich halt einfach durch das Sortiment von Yves Rocher so ein bisschen testen. Ich persönlich vermisse jetzt gerade auch so ein bisschen die dekorative Kosmetik, aber ich glaube, am 6. Dezember kriegen wir was. Ja, und ich finde diese Verpackung, ehrlich gesagt, ist schön, ne, dass man das halt ausprobieren kann, aber ich kriege da das Produkt leider nicht so gut raus. Also da bin ich eher so ein Fan von diesen Tubensachen. Ja.
Na, da mach mal einer, guck. Santa Claudi hat sich auf Nikolaus gefreut. Und hier haben wir auch was Dekoratives drin enthalten. Ist noch versiegelt, deswegen reiße ich den jetzt nicht auf. Ist ein Lippenstift, ne? Rouge Elixier 12 Satin, nee, oder 12 Satin. Ich glaube, den habe ich sogar aber in einem anderen Design, denn der dürfte auch jedes Jahr mit drin sein in dem Adventskalender. Auch, ich glaube, sogar jedes Mal in der 6, ne? Ist einfach ein schöner Lippenstift. Ich mag ja auch gerne diese roten Lippenstifte. Trage die vor allem als Santa Claudi oder halt in der generellen wirklich vorhandenen Adventszeit, die tatsächlich ja auch eigentlich erst so im November anfängt, ne? Dieses Jahr wahrscheinlich dann eher weniger, weil wenn mein Babyboy auf der Welt ist, dann werde ich den ja gefühlt die ganze Zeit abknutschen wollen und ich möchte nicht, dass ich ihn mit ganz vielen Kussmündern voll mache. Ja, da muss ich nochmal gucken, wie ich das mache. Ey, ohne Witz. Gut, das ist das zweite Duschgel, aber auch wieder wunderschön. Hier haben wir auch wieder Mandelmilchgeschichte, Duschgel, also quasi, ja, Bain Douche, Bath and Shower Gel. 50 ml sind hier drin, aber guckt euch dieses Design an. Also das schätze ich tatsächlich an Yves Rocher, dass die halt bei den Produkten, die sie in den Adventskalender mit reinpacken, auch, ich sag mal so, die Hälfte der Produkte in einem schönen Design dann auch mit reinpacken, ne? Also quasi, ja, in einem schönen Design, also in einem Special Design. Die Nummer 8 darf machen, das ist Kracht. Und hier habe ich dann tatsächlich das zweite Produkt, also das Produkt, was ich an Step 2 beim Double Cleansing verwenden würde. Pure Arc, das ist The Ultra Fresh Cleansing Gel Normal to Combination Skin. Und hier sind 30 ml drin. Und ich habe eine sehr trockene, sehr sensible Haut. Das heißt, für mich ist es dann leider nicht ganz so mega krass geeignet. Aber wenn ich mir danach eine ordentliche Nachtpflege drauf knalle, klatsche, wollte ich gerade sagen, aber es ist irgendwie alles ein bisschen verrückt, ne? Geht es schon klar. Und das ist halt so eine kleine Größe. Auch das eine Reisegröße. Auch das halt praktisch, wenn ich jetzt nach Berlin fahre. Ist doch cool. Ui, in der Nummer 9 dürfen wir uns über einen Nagellack freuen. Und die sind bei Yves Rocher tatsächlich auch von sehr guter Qualität. Go Green. Topcoat Pelletier. Ein Glitter-Topcoat. Und das dürfte eine kleine Größe sein. Ich glaube, die gibt es so nicht im Online-Shop. 5 ml haben wir hier drin. Und das ist halt wirklich so ein richtig schöner, glitzernder Topcoat. Ja, ihr seht meine Nägel, die sehen furchtbar aus, ne? Heute Abend werden die ablackiert und morgen früh neu lackiert. Aber wir sind ja auch hier hart am Renovieren und am Machen und Tun. Das ist halt echt so eine Sache. Eine wirklich schöne Farbe. Ich muss nur gucken, ob ich im Essie-Adventskalender nicht sogar eine ähnliche drin hatte, ne? Also, ja, ich brauchte ja nicht 5 verschiedene von. Also 5 verschiedene von der gleichen Farbe. Ihr wisst, was ich meine, ne? In der Nummer 10 wird es mit so einem 3-in-1 Produkt weitergehen. Und zwar ist das ein Cleanser, ein Scrub, also ein Peeling und ein Anti-Blackhead Produkt. Also quasi ein Anti-Blackhead ist ja Anti-Mittelesser. Oh Gott, reden. Ja, ist zu spät. 21:38 Uhr. Nehmt es mir nicht übel. Anti-Mittesser. Blemish-Prone Skin, also quasi wirklich, ne, wenn du dann so Ausbrüche hast, 30 ml. Ich weiß jetzt nur nicht, ob das einfach nur so eine Art Waschgel ist, Reinigungsgel, Anti-Mittesser. Nicht auf verletzte oder irritierte Haut anwenden. Ja, und also einfach drauf und nicht abmachen. Also, nee, doch, wohl abmachen, aber nicht, nicht lange einwirken lassen. Ihr wisst was? Ach Mann, es tut mir so leid. Und dann habe ich diese Mütze auf und mein Gehirn wird gekocht. Es tut mir leid. Machen wir schnell weiter mit der nächsten Zahl, und zwar ist es der 11. Dezember und da haben wir die erste Schnapszahl und ein wirklich Mini-Produkt und man denkt auch, 7 ml, das ist schon mutig, aber manchmal hat Yves Rocher tatsächlich auch diese Mini-Mini-Größen damit drin. Es ist für die Nacht eine Recovery Sleeping Care Elixir Botanique, das wird tatsächlich ein Serum sein und die sind tatsächlich auch gar nicht mal so günstig. Also, ne, ist es okay, kann man mal ausprobieren. Sowas ist jetzt nicht dafür da, um zu gucken, ob deine Haut sich irgendwie super krass verändert, sondern um zu gucken, ob du dieses Produkt überhaupt verträgst, ob du den Duft magst, ob du die Konsistenz auf deinem Gesicht magst, ne? Da macht es Sinn mit diesen 7 Millilitern, aber sonst hast du da nicht viel von. Zur Halbzeit am 12. Dezember erwartet uns ein Produkt, was mir auch irgendwie vom letzten und ich glaube sogar vorletzten Jahr bekannt vorkommt. Boom Botanique Multipurpose Repair Care Leave-In, das ist für die Haare. 30 ml, auch hier wieder, ne, super viele Auszeichnungen und hast du nicht gesehen und super gesund und kannst du gefühlt dir aufs Brot schmieren, keine Ahnung. Ja, ist wie, also wie so eine Haarcreme, ne, die du halt nach der Haarwäsche mit reinmachen kannst, um die Haare nochmal zu reparieren. Bei sowas kann ich immer nur empfehlen, das wirklich auch nur ab Ohrläppchen reinzumachen, halt nicht an den Ansatz, weil ansonsten fettet das super schnell nach oder sieht halt super fettig aus dementsprechend. Ne? Ab Ohrläppchen.
Ja, in der Nummer 13 haben wir das Pendant drin zu der Nummer 11. Ist wieder 7 ml, das ist jetzt für den Tag. Aber ich glaube, ich weiß nicht, ob das dann Tag-Nacht-Serum ist oder ob das dann eine Creme ist. Reparierende Anti-Pollution-Tagespflege. Ja gut, dann sind das beides wohl Cremes. Auch hier wieder 7 ml, auch hier wirklich, ne, Tester. Guck einfach, ob dir das gefällt, ob du damit klarkommst oder eben nicht. Endlich haben wir wieder in der 14 so eine coole Verpackung. Mann, das habe ich echt gebraucht. Unser drittes Duschgel erwartet uns und das ist mit Bae Delicious, wahrscheinlich mit Beeren. Ne? Auch hier wieder 50 ml. Ja, so ein Duschgel in so einer Verpackung geht eigentlich klar, weil das ist halt deutlich flüssiger als jetzt irgendwie ein Shampoo oder eine Spülung oder so. Du kriegst es einfach besser raus. Und ja, mein Baby hat mich gerade gedreht, deswegen muss ich mich etwas anders hinsetzen. Dieses nach vorne gebeugte mag er wohl nicht so ganz so gerne. Okay, ja. Wird ausprobiert. Jetzt hauen sie raus. In der 15 haben wir wieder so eine hübsche Verpackung. Das ist ein Scrub in Gel. Auch wieder mit diesem Mandelmilch. 30 ml. Da weiß ich nicht, ob es für den Körper oder fürs Gesicht sein soll. Da schauen wir mal. Zweimal pro Woche darfst du das verwenden. Körperpeeling. Na, guck. Das ist eine schöne Geschichte. Sowas mag ich auch. Also mechanische Körperpeelings, ne? Beim Gesicht bin ich eher so auf diese chemischen Peelings fixiert, weil einfach meine sensible Haut da besser mit klarkommt. Und da muss ich aktuell wegen der Schwangerschaft ein bisschen aufpassen. Guckt euch gerne dieses Video einmal dazu an. Da habe ich ein bisschen mit meinen Kooperationspartnern gesprochen und die haben mir gesagt, was man so verwenden dürfte und was besser nicht. Hier haben wir die Nummer 16 und da muss ich sagen, das finde ich cool. Das hatte ich auch schon. Ich glaube sogar zweimal schon da. 50 ml ist das von diesem, ja, Essig, Himbeer-Essig-Produkt, was quasi, also es ist eine Himbeer-Essig-Spülung, so. Kostet ein bisschen Überwindung, das riecht halt auch ein bisschen essigmäßig, aber das Himbeerige kommt ganz gut raus. Sobald du aber aus der Dusche rausgehst, ist es halt weg, ne? Also du stinkst jetzt nicht irgendwie. Das finde ich sehr positiv. Und das macht bei mir halt wirklich auch einen schönen Schein in die Haare mit rein. Und das finde ich fein. Ja. Eine Woche vor Weihnachten, am 17. Dezember, haben wir eine Lippenpflege mit dabei. Auch hier dieses Bae Deliciös. Das wird wahrscheinlich dann auch deliziös, also leckere Beeren sein. Bae, weiß ich nicht. Bae würde ich jetzt als, weil das sind auch Beeren abgebildet, jo. Und Juicy Berries, da steht es ja auf Englisch. Genau. Ein Lippenbalsam und da sind drin 4,8 Gramm. Ich finde, sowas darf auch gerne in einem Pflege-Adventskalender drin enthalten sein. Ich persönlich würde mir nach wie vor wünschen, dass hier ein bisschen mehr Make-up auch um die Ecke kommt, weil ich persönlich das so damit assoziiere. Ne? Also für mich war Yves Rocher oder stand Yves Rocher immer so für die Einwurf-, Postwurf-, Gedönsen-Geschichte, die mir Make-up überhaupt erst nahegebracht hat. Weil so habe ich Schminken gelernt. Hier haben wir in der Nummer 18 ein Peeling drin enthalten. Das ist jetzt die Weihnachtswoche. Ja, herzlich willkommen, ne? Réveillé Gommage Éclat. Das ist Awaken Glow Scrub with Organic Anthemis. Kenne ich nicht. 30 ml sind hier drin. Da muss ich gleich nur gucken. Das dürfte dann fürs Gesicht sein. Aber da würde ich halt, wie gesagt, einfach auf die Inhaltsstoffe schauen, ob man das soweit verwenden darf. Und ja, zweimal, genau. Das machst du aufs feuchte Gesicht zweimal pro Woche. Hier ist halt die Frage, bist du mit mechanischen Peeling-Körnern, aber es fühlt sich nicht so an. Da, wie gesagt, müsste ich hier nochmal die Inhaltsstoffe mir reinziehen, um zu gucken. Aber hier steht auch hier Acid und bla drauf. Ne? Also ich glaube, das ist wirklich ein Säurepeeling und dann finde ich schon wieder cool. Also das wäre dann wirklich was für mich. Muss ich mich halt einlesen. Und hier auch wieder eine coole Verpackung. Die 19 enthält für uns eine Körperlotion. Das heißt, wir dürfen uns vor Weihnachten noch mal ein bisschen eincremen, dass wir auch ein bisschen geschmeidiger durch Weihnachten durchkommen. Das ist eine reparierende Bodylotion und für extra trockene Haut 30 ml. Auch wieder mit diesem Karité Wonderful Shea. Sowas mag ich auch und das passt auch, weil wir durch die Heizungsluft halt alle etwas trockenere Haut auch im Winter bekommen werden. Und dadurch, dass es auch einfach kühler ist, ist die Luftfeuchtigkeit generell geringer. Wir haben da immer eine ganz, ganz niedrige Luftfeuchtigkeit bei uns, zumal wir auch den Kamin immer sehr viel anhaben, ne? Wir müssen mal gucken, wie das dieses Jahr im Winter so wird. Da haben wir, glaube ich, alle ein bisschen bange vor, ne? Da sind wir nun im 20er-Bereich, 20. Dezember. Ja, hier habe ich ein Gentle Hair and Body Wash. Okay, das kannst du für Haar und Körper verwenden. Würde ich wahrscheinlich dann eher für den Körper verwenden, weil wenn ein Produkt für Körper und Haare draufsteht, dann ist es meistens für mich nicht pflegend genug. Das ist total crazy. Ist auf jeden Fall aus dieser Monoir-Reihe und da sind 50 ml drin. Die gab es damals schon.
Ohne Witz, wie alt bin ich jetzt? 33. Vor 20 Jahren gab es die schon, als ich diese Postwurfsendung gekauft habe. Also die Sachen von der Postwurfsendung gekauft habe. Und da habe ich mir auch schon davon ein Duschgel gekauft, das weiß ich noch. Ich glaube, das riecht immer noch genauso, oder? Komm, wir riechen mal. Ich rieche an nichts, ne? Das ist echt verrückt bei mir, ich weiß. Es riecht einfach noch ganz genauso, ja. Damals habe ich den Duft gehasst, mittlerweile finde ich es irgendwie cool. Ja, in der 21 haben wir noch so ein kleines Mini-Vieh drin, das ist eher so der kleine Zong, der noch mittendrin steckt, ne? Sensitive Chamomile, das ist eine The Soothing Light Cream Sensitive Skin. Ich habe eine sensible Haut, ne? 7 ml sind hier drin enthalten. Leichte beruhigende Gesichtspflege, genau. Wie gesagt, wieder was zum Ausprobieren. Hat was von Parfümprobe, so ein bisschen vom Charakter her, oder? Aber ich befürchte, auch dieses Jahr werde ich mich wieder etwas an diese kleinen Proben gewöhnen müssen, denn ich werde hier ja noch einige Adventskalender auspacken. Also falls du diesen Kanal noch nicht abonniert haben solltest, hol das sehr gerne nach. Das wäre ziemlich cool. Ich glaube, das ist die 22 jetzt, ne? Ja, der 22. Dezember, die zweite und letzte Schnapszahl. Da habe ich eine Repairing Mask für die Enden halt drin mit Jojoba, 35 ml sind hier drin und das lässt du nur 3 Minuten drin. Das finde ich toll. Sowas mag ich ja gerne, ne? Wenn das dann unter der Dusche auch recht schnell geht, weil wir müssen alle sparen. Das heißt, wir wollen das Wasser nicht unnötig lange laufen lassen. Ne? 3 Minuten ist eine gute Geschichte. Sur la Lande Eau de Parfum, 5 ml. Ich habe eben noch was von Parfumproben erzählt, aber 5 ml gehen klar. Das ist einmal dieses Produkt. Floral, orientalisch, mineralisch. Ja, hört sich auf jeden Fall nett an. Ich kann euch mal die Duftnoten einblenden, die vielleicht auf der Homepage von Yves Rocher so draufstehen. Okay, das ist so ein Mini-Sammelflakon, die bewahre ich ja immer auf, dass ich dann euch da halt auch eine kleine Verlosung von machen kann, ne? Dass man so eine Art Parfüm-Miniaturen-Adventskalender hat. Mache ich jetzt auch nicht auf und halte meinen Rüssel dran, weil das wird eh weiter wandern. Und bevor ich hier die Hälfte irgendwie auf meinem Tisch verteile, macht das ja keinen Sinn. Ist aber eine schöne Sache, dass es drin ist, weil am Tag vor Heiligabend einfach nochmal so einen kleinen Duft zu genießen, ist schön. Und jetzt schauen wir uns mal die Nummer 24 an und ich vermute, dass ich dort eine Mascara drin finden werde. 7,8 Milliliter von der Intense Metamorphose Mascara finde ich okay. Ne? Das ist einmal diese hier und ja, also ich glaube, jedes Jahr haben wir in der 24 auch bei dem Yves Rocher Adventskalender einfach eine Mascara drin. Das ist halt so ein typisches Produkt, was Firmen gerne dann in die 24 reinpacken, weil, ne, ist halt cool und es passt halt zu Weihnachten. Deswegen finde ich das schön, dürfte auch eine Full Size sein, ist halt noch verschlossen, deswegen lasse ich das auch erstmal zu. Und das wären jetzt hier die Produkte. Wenn ich jetzt so auf meinen Tisch schaue, sehe ich, dass ungefähr, ich würde mal sagen, ein Drittel der Produkte in einem Special Design daherkommt, also quasi in dem Adventskalender-Design. Wir haben hier jetzt einen leeren Adventskalender, den man aber wirklich schön auch neu befüllen kann. Also ich habe den jetzt ja auch die letzten Jahre immer wieder weiter befüllt und so und muss sagen, das ging ganz gut, weil die Boxen auch immer recht tief sind. Das sieht man jetzt hier wahrscheinlich auch, ne? Die sind immer schön lang. Und ja, also ich habe theoretisch oder hätte theoretisch meine 50 Tacken hierfür bezahlt. Das darf man so, ne, zieht man sich so rein, genau. Deswegen blende ich euch auch den Relationswert anhand von den 50 Tacken ein, genau. Ich finde den aber an und für sich schön. Jetzt habe ich das hier verkehrt zugemacht, egal. Wir können das Sortiment so ein bisschen kennenlernen. Es ist für mich kein Überraschungskalender, weil das sind alles so Produkte, die man auch das letzte und das vorletzte Jahr schon so von der Art und Weise her drin gesehen hat. Aber ich muss sagen, er hat sich verbessert, weil wir haben hier keine Parfüm-Mini-Mini-Proben drin, wie vor 2 Jahren. Wir haben hier so einen kleinen Flakon sogar mit drin enthalten. Ich finde sogar, dass wir auch manchmal wirkt es halt auch ein bisschen größer, weil die Tube größer ist, ne? Weil das sind 30 Milliliter und das sind auch 30 Milliliter, ne? Aber so eine schöne bauchige Geschichte hier mit so einem dicken Deckel unten dran wirkt dann immer so ein bisschen feiner, ne? Trotzdem, also ich finde, wenn man den jetzt so geschenkt bekommen würde, würde man sich schon freuen darüber. Ja, und ich finde es auch mit 50 Euro angemessen. Ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr so meint. Ich habe euch ja auch, wie gesagt, die Relation dazu mal eingeblendet. Würde ich schon empfehlen. Jo, ne? Ihr Lieben, das war es jetzt hier von mir und dem Adventskalender von Yves Rocher. Oder wie mein Dad sagen würde, Öffes Rocher. Lieben wir. Würde einfach sagen, wenn dir das Video gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir.
Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Adventskalender-Unboxings aus diesem Jahr. Hier unten mein neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!